Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir aus dem Vault aus Patch 10.07 bekommen. Und zwar habe ich das jetzt einmal schon im Inventar, und zwar haben wir hier den Holo-Projektor der Zeitlosen. Da gibt es insgesamt 3 Stück. Ich hatte euch ja schon mal den ersten gezeigt, und zwar haben wir da Holo-Projektor die Scharlachrote Königin. Und jetzt wollen wir uns mal das angucken, wie wir alle 3 bekommen können. Wir haben nämlich hier in dem Vault in einem random Raum dementsprechend hier 3 so Lichter am Boden und immer einen Schatz hinten liegen. In dem Schatz ist eins von diesen 3 Toys drin. Und so wie das jetzt anscheinend scheint, ist es so, dass wir je nachdem, welches Licht wir hier anklicken, einen unterschiedlichen Schatz bekommen können. Wenn ihr jetzt hier drauf guckt, ne, in der Mitte ist quasi rot, dann links haben wir grün und wenn wir rechts gucken, da müsste dann gelb sein. Und je nachdem, welches Licht ihr als erstes anklickt und dann den Schatz lootet, dementsprechend den Holo-Projektor bekommt ihr. Also ihr könnt da ein bisschen mit Twinks auch durchswitchen. Ich habe am Anfang, wenn ihr kein Licht anklickt, kriegt ihr anscheinend immer den roten. Und zumindest wird das so auf WoW Head behauptet. Ich habe jetzt in der zweiten Woche hier tatsächlich auch keinen angeklickt mit dem Twink. Die anderen beiden hatte ich schon und habe automatisch den vom Zeitlosen bekommen. Kann sein, wenn man quasi schon welche hat, dass man dann den letzten automatisch bekommt, dass man nicht immer wieder das gleiche kriegt. Hundertprozentig kann ich es euch nicht sagen, aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt und sagen wir mal, ihr habt den roten schon, dann macht halt links das Licht an und lootet dann die Kiste und dann solltet ihr auf der sicheren Seite sein. Gut, jetzt würde ich sagen, lernen wir das Ding mal. Und zwar seht ihr, haben wir jetzt alle 3 einmal. Hier ist das quasi vom Zeitlosen. Das ist Nostormu. Dann haben wir einmal den Grünen mit Ysera. Und dann haben wir Alexstrasza noch. Und die können wir jetzt quasi alle aufstellen. Sind ganz gute Toys. Und ja, relativ einfach zu erhalten. Jedes Mal, wenn ihr quasi hier mit einem Char den Vault macht und den Raum hier findet mit den Lichtern, dann wisst ihr, okay, gibt ein Toy zum Looten und dann schaut ihr halt, dass ihr das richtige Licht anmacht, um das dementsprechend letzte Toy zu holen, das ihr braucht. Um hier übrigens reinzukommen, müsst ihr natürlich erstmal auf die verbotene Insel und dann bei den Trash-Mobs und Rares ein paar Schlüssel farmen. Falls ihr das jetzt ein bisschen später guckt, das Video, und das nicht mehr so der aktuellste Content ist, ihr braucht hier so ein paar Schlüssel des Gewölbes von Seraka oder wie das auch immer heißt. Und dann könnt ihr hier drin quasi, hier ist der Eingang, ein paar von den Kammern aufmachen und in einer Kammer kann dann dementsprechend dieses kleine Lichtspiel sein. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.